Was geht ab, YouTube? Heute zeige ich euch, wie ihr euer Movement perfektionieren könnt. Wir fangen wirklich mal komplett von vorne an. Und zwar fangen wir erstmal an mit den Einstellungen. Dazu geht ihr auf die Controller-Einstellung. Zuerst geht ihr auf Bewegung. Zur Sprinthilfe, da drückt ihr ein X oder was auch immer ihr müsst, drücken müsst, Viereck. Und da müsste bei Sprinthilfeverzögerung muss 0 sein. Wenn ihr da eine andere Zahl habt, egal, macht die auf 0. Hier zeige ich euch, wie es mit 0% Verzögerung aussieht und mit 100% Verzögerung. Bei Sprinthilfe sollte auch Taktik-Sprinthilfe dabei sein, weil so müsst ihr nur vorwärts lenken mit dem Stick und dann macht ihr automatisch den Taktik-Sprint, heißt also, ihr seid am schnellsten. Dieser Tipp ist sehr gut für Leute, die einen stinknormalen Controller haben, weil wenn ihr in einen Zweikampf geratet und dann rein aimt und euch dann hinlegen wollt, damit der Gegner euch schwerer trifft, dann müsst ihr von dem Stick runter auf den Knopf, um euch hinzulegen, und das kostet sehr viel Zeit und in der Zeit könnt ihr halt nicht aimen. So geht ihr auch auf die Controller-Einstellung, geht dann auf Tastenbelegung, auf Taktik, dann könnt ihr nämlich schießen, aimen und gleichzeitig euch hinlegen und dann könnt ihr natürlich zwei Sachen auf einmal machen und verliert dadurch keine Zeit. Kommen wir zum nächsten Thema, das Slide-Canceln, was so viele Pros machen, und zwar das Rennen, Sliden und dann Canceln. Viele Leute machen das falsch. Oder es ist auf jeden Fall einfacher, es zu machen, indem man mit Springen während des Slidens aufsteht, weil so seid ihr direkt wieder am Stehen und könnt direkt weiterrennen. Hier zeige ich euch mal ganz kurz den Vergleich zwischen nach dem Slide-Canceln hinhocken und nach dem Slide-Canceln aufstehen. Das könnt ihr natürlich in alle Richtungen machen. Ihr könnt natürlich auch nach hinten springen, könnt dasselbe nach hinten machen. Weil wenn ihr das Movement drauf habt und Schüsse ausweichen könnt, dann kommt das Aim von ganz alleine dazu. Noch eine wichtige Einstellung fürs Movement, und zwar geht ihr dazu auch zur Controller-Einstellung. Scrollt dann ganz weit runter, bis ihr unten angekommen seid bei toter Eingabebereich. Da drückt ihr dann wieder X oder Viereck oder was auch immer. Dann kommt ihr zu diesem komischen Einstellung. Wir konzentrieren uns gerade erstmal nur auf den linken Stick. Bei dem linken Stick würde ich so um die 6-7 gehen, weil so empfindlich ist euer Stick, bis die Eingabe aktiviert wird. Hier habe ich den Eingabebereich mal komplett hochgeballert, um euch mal zu zeigen. Ich habe den mit dem linken Stick nach vorne ganz leicht gelenkt und es hat sehr, sehr spät erst reagiert. Hier mache ich die Eingabe wieder komplett auf 7 und zeige euch, wenn ich den Stick ganz leicht nach vorne bewege, fängt er auch schon gleich an zu laufen. Das waren erstmal die Basics, würde ich sagen, für das Movement. Kommen wir mal zur nächsten Stufe, und zwar zu den Zweikämpfen mit dem Movement. Und zwar das Movement richtig zu benutzen bei Zweikämpfen ist tricky, denn es ist situationsabhängig. Ich kann euch da jetzt leider keine richtigen Tipps geben bei Zweikämpfen, denn das ist einfach Erfahrungswert. Ihr müsst selber gucken und probieren. Ich könnte euch jetzt sagen, Leute, packt euch bei jedem Zweikampf auf den Boden, ist aber auch nicht immer der Key. Manchmal muss man auch mal springen oder einfach mal nichts machen. Da müsst ihr selber ein bisschen probieren und gucken, wie es halt so funktioniert. Ich gebe euch jetzt mal ein paar Tipps, wie man in manchen Situationen mit dem Movement gut umgehen kann. Mal angenommen, das ist das Gegnerhaus und ihr wisst, da hinten sind irgendwo Gegner. Natürlich kann man um die Ecke gehen und alles up-aimen. Man kann natürlich aber auch reinrutschen und schon vor-aimen, um den Überraschungseffekt zu nutzen. Das Ganze sieht dann ungefähr so aus. Da benutzt ihr nämlich den Überraschungseffekt und dann könnt ihr natürlich viel mehr Zweikämpfe gewinnen, weil ein bewegendes Ziel zu treffen ist immer schwieriger als ein fast stehendes Ziel zu treffen. Wenn du ganz lustig bist, kannst du sogar reinsliden und zurückspringen. Du kannst auch um Ecken springen und dann sliden, das geht natürlich auch. Da hast du natürlich auch einen Überraschungseffekt und hast natürlich nochmal ein bisschen mehr Boost. Das Ganze sieht dann ungefähr auch so aus. Wie gesagt, das Movement kann man jetzt sehr gut nutzen, auch um natürlich in Deckung voranzukommen. Weil das Wichtigste im Call of Duty ist auch, Deckung zu haben. Ihr müsst nicht immer offen stehen, Leute. Beispiel hier auch jetzt beim Nuketown. Ihr wisst ganz genau, da steht dieses grüne Auto. Und da überall ist ein Gegner, anstatt einfach rauszulaufen wie so ein dummer, hey, hallo, bla bla, bist du schon tot. Da kann man zum Beispiel auch einmal den Slide benutzen oder einfach mal hier lang sliden. Dann bist du schon hier gleich im perfekten Headglitch und kannst sofort das Auto als Deckung nutzen und vielleicht noch ein paar Gegner töten. Weil erstens, die Gegner sehen einen nicht, weil du halt unterm Auto lang slidest und dann erst vorne an der Motorhaube hochkommst. Das Ganze sieht in deiner Perspektive so aus. Das war's jetzt erstmal mit dem Crashkurs, sage ich mal, mit dem Movement für Black Ops 6. Zeige ich euch noch ein paar Tricks für die etwas erfahrenen Spieler. Denn ihr könnt zum Beispiel auch von Objekten abrutschen, was einen nochmal einen extra Boost gibt. Bei kleinen Objekten ist es natürlich super cool, wie hier zum Beispiel bei diesen Holzstücken. Einfach raufspringen, zack, sliden und nochmal sliden. Cool an dem Trick ist, du kannst auf Sachen raufspringen, sliden und nochmal sliden, wenn du runterfällst. Und du kannst aber auch diesen Trick benutzen, indem du nur von Sachen runterslidest. Wie zum Beispiel hier in der Mitte, kannst du einfach runtersliden und gleich nochmal sliden. Und ihr könnt das Movement sogar aus dem Fenster benutzen. Wie geil ist das bitte? Ich hoffe, die Tipps und Tricks haben euch gefallen für das Movement in Black Ops 6. Leute, lasst doch gern ein Like da oder kommentiert und lasst eure Meinung dazu da. Und abonniert meinen Kanal, Leute, für mehr. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Haut da rein. Peace.